Guards Abu Ebenezer Scrooge, Braga, Brack, Jebediah, das müsste ja sein. Jebediah Brixton, das hier. Das müsste der Richtige sein, eigentlich. Aber, also XWW5. W5. Was ist das jetzt an? Ach, bei mir läuft Werbung oder was? Nee, kann ich. Okay. Das war das Komische jetzt gerade. Schöner Gehstock. Ja. Nein. Dann hör. Hey. Heldentag. Okay. Wie du meinst. Ich will dich nicht stören. Ja. Ja. Ja, aber das Tag, was ich immer besitze, das ist. Wo ist nochmal der Schlüssel für den Staudamm? Er hört zusammen mit dem ehemaligen Besitzer das Gras von unten wachsen. Ich mach. Adios! Das Tagebuch ist hier drin. Ich schätze mal, da gehört der Schlüssel rein. Den ich noch Eine nicht habe. Kleine abgeschlossene Truhe. Hey, da ist ja noch etwas drin. Irgendein Buch. Ich nehm's mal mit. Was für. Boah, nee. Das darf doch nicht wahr sein. Luntrich. Das muss der Spitzname des ehemaligen Besitzers gewesen sein. Okay. Dieser verdammte Laren hat uns schon wieder Felsen den Berg runterrollen lassen. Ich habe gesehen, wie Leute zermalmt wurden. Kein schöner Anblick. Wenn er weiter so komische Taktiken ausprobiert, gehen wir in diesem dummen Krieg bald alle drauf. Okay. Ich hätte mir fast wieder in die Hosen gemacht. Aber dank meiner Erfindung sind die Lunden sicher. Morgen brechen wir zum Burnfield Canyon am Rande der Wüste von Space Stralia auf. Keine Ahnung, was wir dort zu suchen haben. Wahrscheinlich müssen wir dieses Fort verteidigen. Das einzige Gebäude in einem Radius von 100 Meilen sieht irgendwie aus wie ein Gefängnis. Ich habe wieder mit Lunden und Sprengstoff herumexperimentiert, konnte eine Brücke in die Luft jagen. Die von mir erfundene Innenlunte funktioniert perfekt. Der Clou an der Sache ist, dass die Lunte ummantelt ist und innen brennt. So ist sie vielseitiger einsetzbar. Mir ist jetzt schon klar, dass die Union für mein geistiges Eigentum nicht bezahlen wird. Und doch werden sie es als eine militärische Erfindung nutzen. Ah, zur Hölle mit dem Militär und der Union. Okay. Hey, ich habe gehört, du hast im Krieg gekämpft. Welche Heldentaten hast du vollbracht? Heldentaten? Ach, da. Erinnerst du dich noch an die Schlacht im Burnfield Canyon? Ah, da hatten wir eine geniale Taktik.
Dumm nur, dass meine Männer langsamer waren als die rollenden Felsen. Haben sie eiskalt erwischt. Die vorderen Reihen wurden förmlich zermalmt. Es war schrecklich. Ihr hattet doch eine erhöhte Stellung inne. Warum habt ihr den Feind nicht einfach von oben platt gemacht? Ach, das wäre doch langweilig gewesen. Brust gegen Brust, das war mein Motto. Mann gegen Mann, meinst du? Wie auch immer, sagt dir Luntrich etwas? Larsen? Grubby Larsen? Das war vielleicht ein verrückter Kerl. Wenn's ums Sprengen ging, war er der richtige Mann. Dauernd sind ihm die Lunden ausgegangen, hat sie in seiner Unterhose aufbewahrt. Und wenn der Feind zum Angriff geblasen hat, sind sie alle nass geworden. Nass? Ja, er war ein Feigling, wenn ich ehrlich sein soll. Schon beim kleinsten Alarm hat er sich in die Hosen gemacht. Oh Gott. Wie hieß dieser Soldat nochmal? Luntrich, meine ich. Larsen. Ich will dich nicht stören. Ja, stör lieber. Larsen. Gut zu wissen. Gut. Larsen. Larsen. So, wie fahren wir denn? 23 Uhr? Okay, dann werden wir mal das andere Spiel starten gleich. Noch nicht, aber gleich. Da steht F5. Aha, jetzt weiß ich, wo Larsen liegt. Genau. Laut Inschrift ist dies das Grab des ehemaligen Besitzers. Tut mir leid, das kann ich nicht. Ich will da doch nicht herumstochern. So etwas tun anständige Leute nicht. Tut mir leid, das kann ich nicht machen. Lieber nicht. Das macht keinen Sinn. Was mache ich denn jetzt? Ich muss schon das Ding kriegen. Scheint abgeschlossen zu sein. Das geht so nicht.
Ich wüsste nicht, was das bringen soll. Die Batterie... Ich weiß. Ich bin an der Batterie, auf unserer Batterie sein, ja. Okay. Auf der ist es Batterie, ja. Schön. So, hier. Glasreiniger. Du sollst Batterie herkriegen, ganz ehrlich. Wo kriege ich eine Batterie? Rohbretter hat jetzt eine neue Aufgabe. Ich brauche eine Batterie. Hast du eine Batterie für mich? Mir ist gut. Batterie. Wo kriege ich die Batterie jetzt her? Unser Esstisch. Aus bester georgischer Eiche gefertigt. Da sind einige Sachen. Müsli, Magermilchpulver, Kaffee und ein kleiner Verbandskasten. Flüssigseife, irgendein Pulver und ein kleiner Schwamm. Das Zeug braucht eine Gas, die brauche ich nicht. Ein stabiler Schrank. Chama Motel, 300 Meter. Da sind sogar schöne Palmen drauf gemalt. Ich kann es nicht. Wo soll ich Batterien herkriegen? Hast du Batterien? Das ist der Besitz. Ich mach. Adios. Ich habe gute Neuigkeiten. Was willst du? Ich habe sein Grab gefunden. Schön für dich. Nachdem du jetzt ein ganz persönliches Erleuchtungserlebnis hattest, kannst du ja vielleicht in den Laden gehen und mir Tee besorgen, oder? Hier gibt es keinen Laden, nur den Stand des Hotelbesitzers. Wie auch immer, ich brauche meinen Kräutertee. Ich liebe es, auf den kleinen Teeblättern herumzukauen. Okay.
Verkaufst du Kräutertee? Bedauere, Senor. Tee habe ich leider nicht im Sortiment. Ich mach mich dann mal wieder vom Acker. Adios. Ah, die Kanone lässt sich nicht... Das ist keine gute Idee. Die brauche ich nicht. Das macht keinen Sinn. Ach Mann, ich weiß es doch jetzt gerade echt nicht. Aber hier oben ist Tee, irgendwie was. Da sind einige Sachen. Müsli, Magermilchpulver, Kaffee und ein kleiner Verbandskasten. Das ganze Zeug brauche ich nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich will jetzt Tee haben. Das ist schön, dass er Tee haben möchte, aber... Ein stabiler Schrank. Das Zeug braucht. Flüssig. Das Zeug braucht. Ein. Ach Mann. Ich wollte das andere Spiel auch noch spielen. Ey. Hab ich ja geschrieben. Will ich ja machen. Ja, 3 Stunden fast hier das Spiel. Mir ist ja gut. Süße Pflänzlein in kleinen Töpfen. Entschuldigung, was kosten diese Pflanzen? Im Moment steht nichts zum Verkauf. Da steht. Ich glaube nicht, dass ich die Sache. Was ist das alles? Kohlköpfe von Schminkel 7, Aprikosen von Terra Nuova und Birnen von Space Tralien. Immer noch nicht zum Verkauf. Das ist. Ich mach. Adios. Das sind wirklich schöne Blumen. Das sind wirklich. Ich kann doch nicht einen ganzen Busch mitnehmen. Das ist. Das, der lässt sich nicht bewegen. Und ich hätte da nur Holzsplitter in der Hand. Deswegen lasse ich das lieber. Ein alter Mann? Ich will dich. Ja! Das ist keine gute Idee. Hilfe!
Ein Werkzeugmacher 3000. So einen hatten wir damals im Ferienlager. Scheiße. Irgendwo befindet sich ein großer Gerät, mit dem man... scharfen Gegenstand. Schöner Gehstock. Ja. Gerne. Dann komm ein bisschen näher. Wer ist denn diese Lucy? Ich will nicht über sie. Sag mal, wozu brauchst du eigentlich einen Gehstock, wenn du einen Sitz mit Ionenantrieb hast? Willst du ihn dir mal genauer? Also nicht wirklich. Das macht keinen Sinn. Ach Mann, oh, lass mich doch mal versuchen. Lieber nicht. Das ist alles schon gemacht. Ein Staudamm aus Holz? Immer diese verfluchte Drecksarbeit. Verdammt nochmal, ich bin Navigator. Wenn sie kommt, sind wir erledigt. Dämlicher Rack. Bei seinem Sprachfehler muss man sich schon fragen, wieso jemand zu den Crypts schaffen konnte. Und nicht nur das, er hat sogar zum General gebracht. Zum Kuckuck. Sobald wir hier weg sind, reiche ich meine Kündigung ein. Das Raumschiff bewachen. Vor wem denn bitte? Den Bäumen? Wenn ich jedes Mal eine Eurone dafür kriegen würde, dass ich... Was zum... Grundgütiger bist du etwa? Ja. Habt ihr gefunden, wonach ich suche? Also wir sind nah dran. Brack ist mit Brian losgezogen. Sie werden es bald finden. Das verspreche ich. Hey! Du hast gerade einen unschuldigen Menschen erschossen. Ich bin Captain Brave. Ha! Nicht getroffen! Für die Union!
Wo zum Teufel ist sie geblieben? Eine geheimnisvolle Unbekannte. Sie hat sich vor einem ehrenhaften Zweikampf gedrückt und mich dazu gebracht, meinen einzigen Ionenstrahl zu vergeuden. Hey, was ist das? Der arme Kerl. Aber warum piept der noch? Ist vielleicht sein Herzschrittmacher. Oder eine Bombe. Das sollte ich mal genauer untersuchen. Das ist die Asche des armen Kerls. Oh, da ist irgendein... ein Gerät. Das piept. Diese hier ist offen. Da sind Batterien drin. Ich nehme mal eine. Eine gewöhnliche Stahlkiste. Die kann ich nicht tragen. Das ist das Raumschiff, nach dem wir gesucht haben. Von der verunglückten Besatzung fehlt allerdings jede Spur. Die Batterie ist leer. Okay. Das heißt... was habe ich noch hier? Ein Gerät, das einfach nicht zu piepen aufhören will. Könnte hilfreich sein. Das geht so nicht. Das ist keine gute Idee. Tut mir leid, das kann ich nicht machen. Rohbretter. Was ist das? Hey, dieses Gerät sendet eine Frachtfrequenz. Ist das gut? Natürlich ist das gut. Jetzt kann ich die Frequenz eingeben und die Position der Fracht orten. Wo hast du das Ding gefunden? Das ist eine lange Geschichte. Ich hab Zeit. Also, da war dieser Typ mit orangenfarbener Uniform und kreisförmigen Abzeichen darauf. Und dann ist da diese mysteriöse Frau aufgetaucht, in einem heißen, schwarzen Latex-Outfit. Hat sie sich einfach dahin teleportiert? Ja, woher weißt du das? Das war sie! Eine gefährliche Söldnerin, die für den arbeitet, der am meisten bietet. Was ist dann passiert? Sie hat diesen orangenfarbenen Typen erschossen. Dann bin ich aus dem Gebüsch gesprungen und habe gerufen, keine Bewegung im Namen des Gesetzes! Wirklich? Und dann? Habe ich sie mit meinem Ionenstrahler in Schach gehalten. Und wo ist sie jetzt? Weg. Weg? Sie hat sich einfach wegteleportiert und damit vor einem ehrenhaften Zweikampf einfach den Schwanz eingezogen. Das klingt dubios. Wir haben nicht viel Zeit. Ich gebe mal die Frequenz ein. Okay, ich habe sie geortet. Wenn sie oder die Crips sie vor dir finden, können wir nicht mehr viel ausrichten. Beeil dich! Bin schon unterwegs. Mach du schon mal die Maslow-Start klar. Ich bin in einer Minute zurück. Mist, da kann ich nicht hin. Der Staudamm blockiert den Weg. Och Mann. Mist, da kann ich... Mit diesem Mechanismus öffnet man den Staudamm. Scheint abgeschlossen zu sein. Batterie war leer, ne? Ja, dann... Ich mach... Adios! Tee haben.
Tut mir leid, das kann ich... Das wird nichts. So, jetzt ist die Batterie geladen. Okay, jetzt geht's weiter. Ja. Hoffentlich funktioniert das. Jawohl, hat geklappt. Scheint sowas wie ein Strom. Hat ein weiteres Mal seine technischen Fähigkeiten. Laut Gesetz darf man nicht einfach in Gräbern herumbuddeln. Aber niemand verbietet einem, sie von unten zu öffnen. Dazu müsste ich aber irgendwie das richtige Grab kennzeichnen. Ja, das ist richtig. Gute Idee. Allerdings ist der Schraubenzieher zu kurz, um damit bis zur Unterseite des Grabs durchzukommen. Nein. Ich wüsste nicht, was das bringt. So ein Kacke. Tut mir leid, das kann ich nicht machen. Ach, nee. Ist doch nicht wahr. Das ist keine gute Idee. Das wird nichts. Das wird nichts. Das geht doch auch nicht so viel zu kurz. Das wird nichts. Das wird nichts. Das ist keine gute Idee. Genau. Laut Inschrift ist dies das Grab des ehemaligen Besitzers. Das macht keinen Sinn. Das wird nichts.
Okay, ich zerdrücke die Blüte. Hm, sieht jetzt fast wie Teeblätter aus. Rohbretter. Warum? Also so dummes, so ein Rätsel, ey. Das ist doch nicht wahr. Gott. Ah, mein. Ach ja, ach ja. Nein. Tut mir leid, das kann ich nicht machen. Ach Mann, warum denn nicht? Lieber nicht. Ich wüsste nicht, was das bringen soll. Mach mal, stopp. Ich hab da noch eine Idee. Ich trage noch mal. Ja, hier. Was Neues. Mir ist gut. Das. Ich mach. Adios. Bitte sehr. Hier hast du deinen Kräutertee. Riecht interessant. Mal probieren. schmeckt gut. Zwar etwas bitter, aber gut. Oh, ich fühle mich so entspannt. Und jünger. Wozu brauche ich eigentlich diesen dämlichen Gehstock? Was für ein kräftiges Aroma. Süß und würzig, aber dennoch mit einer kräftig bitteren Note. Ach, ich bin leicht wie eine Feder. Das ist so umständlich. Ich denke, ich kann dazu beitragen, dass die Welt ein klein wenig besser wird und fröhlicher. Oh, die ganzen Blumen hier und die Bäume. Was für ein strahlend blauer Himmel. Okay, ja. Der G- den braucht. Ach, ist alles so umständlich. Ganz ehrlich. Das ist alles so umständlich. Ja, ich kenne ja solche Sachen ja auch, aber. Warum hat das so umständlich? Ich verstehe das aber nicht. Ich glaube, der Gehstock ist zu stumpf, um ihn durch das. Ach nein, da mach spitz ihn doch an, verdammt. So. Haha! Ich. So. Ich habe den Spitz. Ich glaube, der Gehstock ist nicht ganz durch. Mit bloßen Händen kriege ich. Ich habe. Ich will ihn nicht rausziehen. Ich habe einen spitzen Stock in das Grab gesteckt. Ich hämmere den Gehstock einfach durchs Grab. Vielleicht erwische ich ja sogar einen Vampir. Oh. Aha, der Sarg wurde vom Gehstock komplett durchbohrt.
Ich hoffe, der Gehstock hat sich mitten durchs Herz gebohrt. Ich hasse Vampire. Das Thema ist einfach hoffnungslos ausgelutscht. Ich kann ihn nicht rausziehen. Ich hoffe, der... Ich kann ihn... Was nun folgt, ist kein Standardprozedere der Weltraumpolizei. Um jeglicher strafrechtlicher Verfolgung zu entgehen, wird diese Szene zensiert. Na toll. Zensur. Natürlich. Hä? Das ist echt wie bei Island. Ein Schlüssel in... Yes! Ich habe den Schlüssel... Ich wusste, dass das passieren würde. Deswegen lasse ich normalerweise immer die Finger von Gräbern. Ich glaub's einfach nicht. Der Schlüssel passt nicht. Ja. Was soll ich jetzt machen? Ist klar, der Schlüssel ist auch nicht von hier. Rohbretter. Der Schlüssel ist ja von ganz woanders. Der ist ja von der... vom Dings. Der ist auch von hier, der Schlüssel. Na sowas. Der kleine Schlingel gehört also gar nicht zum Damm, sondern zu dieser kleinen Truhe. Sieh an, da ist sowas wie eine Notiz drin. Und eine amtliche Ladung Sprengstoff. Ich nehme die Sachen mit. Allerdings wird mir der Sprengstoff ohne eine Lunte wenig nützen. Sie ist leer. Ich habe mich reichlich bedient. Ha! Da steht nur Tagebucheintrag 23. Mai 1821. Was auch immer das bedeuten soll. Mhm. Das ist doch klar. Dann das da zu dem da. Tut mir leid, das kann ich nicht machen. Hier, dieser Tagebucheintrag stammt vom 23. Mai. Leider sind einige Stellen verwischt. Ich bin hier, ganz regungslos kann dich sehen, denn ich bin groß. Wachsen tue ich in Freiheit, kaum sieh mich an. Ich bin ein, ich kann das letzte Wort nicht lesen. Ein Baum. Nähre mich mit Alkohol in mir drin, da ist es hohl. Streichle mich mit einem Tuch, hol die Flasche, komm schon, such. Nähre mich mit Alkohol in... mir drin, da ist es hohl. Streiche mit mich mit einem Tuch, hol die Flasche, komm schon, such. Dann noch tun, Hände drehen, die... Eines musst du dann noch tun. Hände drehen, die in mir ruhen. Finde raus, wann ich geboren. Weißt du's nicht, bist du verloren. 23. Mai 1821, Lundrich. Jo. Jo. Zum Baum. Das ist ja mal ein riesiger Baum. Ich weiß noch, wie ich mal den Namen einer gewissen Person in so einen Stamm geritzt habe. Das ist keine gute Idee.
Warum sollte ich ein... Das macht keinen Sinn. Das wird nichts. Wer hätte das gedacht? Unter der Farbe ist eine Klappe zum Vorschein gekommen. Der Alkohol hat die Farbe auf dem Baumstamm aufgelöst. Jetzt ist eine kleine Klappe zu sehen. Hey, im Stamm dieses Baumes ist ein versteckter Tresor. Das Datum. Augenblick. So. So. Nein. Nein. So. Galerie, ich habe ein Foto gemacht. So, mal gucken. Ja, da steht natürlich nichts, ne? Okay, da steht nichts. Ich dachte, etwas gestanden. Okay, dann frage ich ihn nochmal hier. Der ist total entspannt. Der ist total. Ich mach adieu. Mir ist gut. Das ist ein Stinken. Genau. Ich werde auf keinen Fall... Genau. Laut Inschrift ist dies das Grab des ehemaligen Besitzers. X2. Grubal Larsen. Also ich dich fotografiert. Das hatte ich nicht fotografiert, ne? Das hatte ich nicht fotografiert, scheißen Dreck. Der 1. Mai wurde angestrichen. Darunter steht Gartenarbeit. 1. Mai 1821. Ich bin so blöd. Interessant. März, April, Mai. Thank you.
Der Tresor ist offen. Ich habe das Tresorrätsel gelöst. Wow, eine ganze Kiste voller Innenlunden. Eine ganze Kiste voll mit Innenlunden. Ich habe den Tresor... So, ich habe die Lunden am Sprengstoff befestigt. Dann mal sprengen, wa? Nein. Ich habe den Sprengstoff angebracht und sollte mich jetzt ganz dezent aus dem Staub machen. Auf dem Steg dürfte ich sicher sein. So, die Lunden sind gelegt. Aber nicht angezündet. Tut mir leid, das kann ich nicht machen. Das ist keine gute Idee. Nein. Ja, ich muss ja anzünden, ne? Die Lunden sind gelegt und... Das ist keine gute Idee. Die Lunden sind gelegt und einsatzbereit. Ich brauche Feuerzeug. Mir ist gerade... Gut. Ich mach mir... Adios. Der ist total entspannt. Der ist total entspannt, ja. Oh Mann. Ein Werkzeug, ein Werk. Okay, ich habe den Schraubenzieher zwischen Zement und Feuerstein eingeklemmt. Ja. Das geht so nicht. Stücke. Ist das umständlich? Ach, ich bin blöd. Die Lunden sind gelegt und ein... Ja. Das war laut. Was zum Teufel war das?
Lucy! Ich habe den Staudamm gesprengt. Zwar nicht gerade die feine Art für einen Weltraumpolizisten, aber es geht hier schließlich um die Rettung von Menschenleben. Diese Tragfläche kann hier noch nicht lange liegen. Das scheint das Abwasserrohr. Der Container scheint ein Signal auszusenden. Geht nicht. Fest ver... Hey, gute Idee. Ich schraube einfach das Schloss ab. Manchmal bin ich über meine Genialität selbst überrascht. So, ich habe das Schloss abgeschraubt. Dann wollen wir mal einen Blick hineinwerfen, oder? Was ist das denn? Habt ihr das Notsignal gesendet? Das war mein hibbeliger Kollege hier. Hört zu, lass uns einfach hier im Dschungel zurück. Aber Robert, wir müssen ihm doch von den Plänen erzählen. Ich habe gesagt, du sollst den Mund halten. Hast ja gesehen, wohin dein ewiges Geplapper geführt hat. Welche Pläne? Ach, nichts. Albert leidet manchmal an Wahnvorstellungen. Schmarrn, das stimmt doch gar nicht, Robert. Das Universum ist relativ. Sag ich doch, Wahnvorstellungen. Was weiß der schon von Relativität? Dummkopf. Das ist Einstein, ne? Relativität? Mich brauchst du nicht anzuschauen. Der Dummkopf ist der Kerl neben mir. Also, es geht in dieser Theorie darum, dass... Beachte ihn einfach nicht. Du hast uns aus dem Container rausgeholt und jetzt kommen wir schon alleine klar. Mein Robert, ich will meine Erkenntnisse doch der Welt mitteilen. Ja, das glaube ich dir gern. Deswegen waren wir ja 5 Tage in diesem Container eingesperrt. Warum seid ihr hier? Rick und seine Männer haben uns entführt, weil wir... Halt den Mund, Albert. Wir wären dir sehr dankbar, wenn du uns einfach irgendwo hinbringen könntest und die Sache einfach vergisst. Das geht leider nicht. Ich muss über die Vorfälle hier Meldung machen. Ich nehme euch mit aufs Revier und dort könnt ihr dann Anzeige erstatten. Das ist wirklich nicht nötig. Ach, lass uns einfach hier zurück und mach dir um uns keine Sorgen, ja? Ihr müsst mit mir mitkommen. Im Leitfaden der Weltraumpolizei steht ganz klar, unter Paragraph 17 Absatz 2 Nummer 5, der Polizeibeamte muss nach einer beendeten Geiselnahme dafür sorgen, dass die Opfer aufs Revier gebracht werden, um eine professionelle medizinische Versorgung zu gewährleisten. Medizinische Versorgung? Warme Milch und Kekse. Oh, Robert, können wir nicht? Bitte, bitte, bitte! Nein! Verschwinden wir von hier, bevor Rack uns findet. Oder noch schlimmer, sie. Wen meinst du damit? Lucy? Was? Nein. Sie ist eine kaltblütige Söldnerin, die... Hände hoch und ganz langsam umdrehen. Lauf, Robert, lauf! Robert. Was? Wie ich sehe, hast du sie gefunden. Was haben sie dir erzählt? Nicht viel. Weißt du eigentlich, dass du gegen das Gesetz verstößt, wenn du einen Ionenstrahler auf einen Weltraumpolizisten richtest? Mir doch egal. Bist du allein? Natürlich nicht. Da bin ich, Captain Brave, mein Fähnrich Jiří Králek und unser treuer, hochmoderner Roboter namens Rohbretter. Und wen hast du über den Fund informiert? Niemanden. Ich wollte gerade... Ausgezeichnet. Moment, ich muss meine Leute kontaktieren. Brian, bitte komm. Wohin, Boss? Egal. Ich habe Gesellschaft bekommen. Einen habe ich erwischt. Irgendwo in der Nähe ist wahrscheinlich noch einer. Finde ihn
Schütz ihn dann 5 Minuten damit voll, wie böse und gefährlich du bist. Du kennst das ja. Und danach erschieße ihn. Wir sind von der Weltraumpolizei. Laut Gesetz ist es... Halt den Mund, oder du hast gleich keinen mehr. Du solltest besser auf ihn hören. Er ist verrückt. Tu, was dieser Winzling sagt, Bulle. Was? Ja, Brian? Woher weiß ich, wer der... Bulle ist? Das ist leicht. Er ist eine magische Kreatur des Dschungels mit Flügeln. Nein, du Trottel! Er ist ein Fähnrich, also hat er eine rote Polizeiuniform mit einem großen Stern auf der Brust. Ah, alles klar. Ist schon so gut wie erledigt. Boss. Unglaublich. Aber was soll's? Wer ist der dritte Kerl, den du erwähnt hast? Wer? Rohbretter? Meinst du dieses Holzfass, das ich im Schumpf gesehen habe? Holzfass? Meinst du Holzfass? Hab ich doch gesagt! Nein, du hast... Ich weiß, was ich gesagt habe, verdammt! Schieb diesen Kasten rüber, ganz vorsichtig! Ich hab dich leider nicht verstanden. Diese robuste Kiste da! Hm? Den Stahlkanister! Ich verstehe nicht. Den Container! Ah, den Container! Ja, schieb den Container rüber. Was? Vorsichtig! Du willst sicher nicht, dass mein Finger abrutscht. Boss? Ja, Brian. Ich hab den Boeing nicht gefunden. Das ist inakzeptabel. Finde ihn und hör auf, mich zu nerven. Ich bin beschäftigt. Boss, ich habe Danny gefunden. Gut, dann könnt ihr ja zusammen gehen. Boss, ich glaube, Danny ist tot. Lass ihn mal ans Funkgerät. Hörst du, Boss? Er gibt keinen Mucks von sich. Er wurde verstaubisiert. Verstaubisiert? Das kann nur bedeuten, dass... Oh nein! Du hast dich schon genug eingemischt, Brave. Sag lebewohl. Was zum... Diese verdammten osteuropäischen Waffen. Alles Schrott. Das ist die Gelegenheit zu fliehen. Ionenladestand? Ich muss... Aha, normal. Funktioniert wieder. Komm zurück! So, jetzt werden wir die Sache ein für alle Mal zu Ende bringen. Sag lebewohl! Verdammt! Ich wüsste nicht, was das bringen soll. Nein. Nimm das! Oh, ich habe sie außer Gefecht gesetzt. Das brennt! Aha, ich habe sie außer Gefecht... Oh mein Gott! Schnell, Jungs, rein mit euch! Das brennt! Oh mein Gott! Propeller, Robretta, Propeller! Oh nee. Verdammt! Fähnrich Kralek wurde bewusstlos geschlagen. Rohrbretter, schnell! Bring Kralek und die Aliens zum Raumschiff. Ich werde sie aufhalten. Na, wie? Ich bin hier! Komm raus und beuge dich dem Gesetz! Zeige dich und stelle dich... Also gut, ich gehe. Aber ich warne dich. Jemanden hinterrücks zu erschießen, ist nicht legal. Fähnrich Kralek, geht es dir schon besser? Ja, ich bin okay. Jemand hat mir einen Schlag auf den Kopf verpasst. Hast du den Täter gesehen? Mehr oder weniger. Ich schätze mal, dass sie es war. Aha, die geheimnisvolle Unbekannte. Wir müssen beim Oberinspektor Meldung machen. Ja, sehe ich auch so. Diese Aliens waren es also, die das Signal gesendet haben? Ja, sie haben irgendwas von Relativität oder so ähnlich gefaselt. Aber ein guter Weltraumpolizist lässt sich nicht verwirren, sondern tut, was getan werden muss. Genau. Wo sind die Aliens jetzt? Gut versteckt im Maschinenraum. Wir setzen sie auf Terra Nova bei der Krankenstation ab. In Ordnung. Ich nehme Kontakt zum Oberinspektor auf und erstelle den Flugplan. Tu das, Fähnrich, tu das.
Wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. Ja, schön. Das ist ein guter Anfang für die nächste Runde, ne? Revier der Weltraumpolizei, Terra Nuova, Alpha Quadrant. 13. Revier. So, was zur Hölle haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, Bravoski? Nun ja. Mit dem Kopf durch die Wand in eine Geiselnahme gestürzt? Ohne Unterstützung? Sie haben nicht einmal die höchste Alarmstufe ausgegeben? Und dann laut Aussagen von Fähnrich Kranek auch noch eine direkte Auseinandersetzung mit den Crips? Tja, also Sir, als Mitglied der Elite-Einsatztruppe ging ich davon aus, dass es ganz im Interesse der Union liegt, dass der Vorfall besser nicht an die Öffentlichkeit gerät. Nicht an die Öffentlichkeit gerät? Sie haben einen halben Landstrich in die Luft gejagt, ein Grab geschändet und einem hilflosen alten Mann gewaltsam den Gehstock entwendet, der übrigens gegen Sie Anzeige erstatten wird. Mit welcher Begründung? Belästigung? Verstoß gegen die Menschenrechte? Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass er der Bruder des Gouverneurs ist. What? Die Dienstaufsichtsbehörde wird über Ihren Fall beraten. Zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, dass die Geiselnahme unblutig beendet wurde. Genau nach Vorschrift. Sicher doch. Und aus diesem Grund bekommen Sie jemanden an Ihre Seite, bis der Fall geklärt ist. Darf ich vorstellen? Agentin 00. Eine Aufpasserin. Das ist eine Beleidigung für einen Gesetzeshüter. Ich habe alles getan, um dem Gesetz und der Union zu dienen. Ich bin ein wahrer Patriot. Du musst jetzt nicht den Helden spielen, Captain. Ziehen wir die Sache einfach durch, schnell und reibungslos. Das sehe ich genauso. Agentin 00 wird Ihnen bei der nächsten Streife zur Seite stehen. Und Sie werden alles tun, was sie von Ihnen verlangt, bis die Dienstaufsichtsbehörde entschieden hat, wie mit Ihnen weiterverfahren wird. Jawohl, Sir. Wir, insbesondere ich, werden unser Bestes geben und der Agentin zeigen, wie wir unsere Arbeit machen. Wie gesagt, insbesondere ich. Ich bin mir absolut sicher, Fähnrich, dass Captain Bravoski Ihrem Ruf als treuer Staatsdiener nicht geschadet hat. Sie müssen wissen, Captain, Fähnrich Kralek hat mich in regelmäßigen Abständen über die Vorkommnisse auf Jama Spacer informiert. Und er wird dafür angemessen belohnt werden. Belohnt werden? Wie? Ich werde mich persönlich beim Rat dafür einsetzen, dass er das Kommando der SPS Maslow übernimmt. Ich danke Ihnen, Sir. Ich habe mir schon einige Notizen darüber gemacht, wie man die Funktionalität des Raumschiffes optimieren kann. Du kleine Miese! Es reicht, Captain. Sie dürfen gehen. Gehen Sie zurück auf das Raumschiff und warten Sie auf weitere Anweisungen. Ich protestiere. Und ich werde auch im Quartier meines Raumschiffs weiter protestieren. Darf ich fragen, wie es mit den Geiseln weitergeht, die ich gesund und munter zurückgebracht habe? Über die Geiseln müssen Sie sich keine Gedanken machen. Sie dürfen gehen, Captain. Aye, aye, Sir. Agentin 00, weder ich noch Fähnrich Kralik hier werden Sie bei den Ermittlungen für die Dienstaufsichtsbehörde behindern. Uns sind alle Mittel und Wege recht. Und damit meine ich alle. Freut mich, das zu hören. Und Sie, Fähnrich, gehen Sie wieder an Bord der Maslow und tun Sie alles, was Sie sonst auch tun. Überlassen Sie ihm ruhig für eine Weile die Kontrolle und tun Sie, was er von Ihnen verlangt. Ihre Beförderung ist nah, mein lieber Jirji. Sehr, sehr nah. Sie dürfen gehen. Aye, aye, Sir. Soll ich für Sie meine Augen und Ohren offen halten? Sie wissen ja, das will ich gerne tun. Nicht nötig, Jirji. Agentin 00 hat alles im Griff. Befolgen Sie einfach nur die Anweisungen des Captains. Nachdem wir alles geklärt hätten, Agentin 00, würden Sie mir verraten, wie die Sache ablaufen wird? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Captain Bravoski wird permanent unter Beobachtung stehen. Ich werde mir außerdem das Raumschiff genauer ansehen und Ausschau nach Unregelmäßigkeiten halten. Ich denke nicht, dass Sie sich noch lange mit Captain Bravoski herumärgern müssen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich muss Ermittlungen durchführen. Gut. Ach ja, grüßen Sie doch bitte Ihren Boss von mir. Richten Sie ihm aus, dass ich mich schon auf den alljährlichen Unionsball freue.
sobald die Sache hier erledigt ist. Erkennt ihr noch mal? Endlich. Jetzt bringen wir den Stein ins Rollen. So, Captain, wie lautet unser nächster Zielort? Ich rede nicht mehr mit dir, Verräter! Du kannst mich so viel beleidigen, wie du willst. Ich weiß nicht, wie oft ich dich davor gewarnt habe, eine leitende Position einzunehmen. Was? Rohbretter und ich haben den Fall mit Bravurosität gelöst, während du nur vor dich hingetippt hast. Ach ja, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Sobald ich hier Captain bin, wird Rohbretter ersetzt und... Sprich den Satz nicht zu Ende, oder ich stecke deinen Kopf durch die Eingangsluke. Ich habe zufällig euer Gespräch über den Roboter mitgehört. Ich glaube, er ist gerade offline. Passiert das öfter? Yep. Nein! Erkläre der Agentin doch bitte, wie Rohbretter funktioniert. Nun, Rohbretter ist eine hochmoderne Apparatur. Wir nutzen ihn für alle Arten von Rettungs- und Kampfeinsätzen. Wie ich merke, herrscht hier eine gewisse Uneinigkeit. Captain, würdest du mit mir einen kleinen Rundgang durch das Raumschiff machen? Aber gerne doch. Die SPS Maslow ist mit hochmoderner Technik ausgestattet, ja, und... Das klingt sehr interessant. Treffen wir uns doch unten im Frachtraum. Ich bitte dich zu deinem eigenen Wohl, Fähnrich. Halte die Klappe, oder? Jawohl, Sir. Hast du schon entschieden, wo es hingeht? Bleib erstmal auf Kurs. Ich bin gleich zurück. Suche und Rettung. Ich glaube, das ist eine gute Stelle zum Pause machen, um das andere Spiel zu starten, oder? Wir speichern mal kurz. Spiel speichern. So. Und dann wechseln wir das Spiel. Wir werden das Spiel jetzt hier, ja, und wechseln zum anderen Spiel. Habe ich schon vorbereitet. Ich habe da was vorbereitet mal. Ist mir warm, ey. Aber ich werde es so kurz anspielen, weil ich habe, wir haben schon eine Uhr. Ich habe länger gespielt als für heute eigentlich das eine Spiel, aber ist ja nicht schlimm. So. So. Ach, schon wieder ein Update. Achso. Okay, hat er gestartet. Gut.